Hier sehen wir eine Zusammenfassung unserer Erkenntnisse bezüglich Skalarprodukt in der Ebene. Definiert wird das Skalarprodukt von zwei Vektoren so: Das Skalarprodukt, das ist die Länge des ersten Vektors mal die Länge des zweiten Vektors mal Cosinus des Winkels, den sie bilden, wenn man sie mit demselben Ursprung zeichnet. Wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, dann bilden sie gar keinen Winkel, dann ist das Skalarprodukt als die Zahl 0 definiert. Wir kennen unsere vier Eigenschaften. Das Skalarprodukt ergibt eine reelle Zahl. Das Skalarprodukt ist kommutativ. Hier haben wir eine gemischte Assoziativität. Wir können diese Klammern nach rechts verschieben. Das ist aber eine gemischte Assoziativität, weil hier drei Arten von Produkten vorkommen. Da das Skalarprodukt, da auch. Das hier ist das Produkt von zwei reellen Zahlen und das hier ist das Produkt von einem Vektor mit einer reellen Zahl. Wir haben auch die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition bewiesen. Jetzt folgen einige weitere Definitionen, und zwar: Zwei Vektoren U und V sind orthogonal zueinander, dann und genau dann, wenn ihr Skalarprodukt 0 ergibt. Man sagt, sie sind orthogonal zueinander oder auch kurz, sie sind orthogonal. Das kann in zwei Fällen auftreten. Wenn die beiden Vektoren den Winkel 90 Grad bilden, dann ist ihr Skalarprodukt 0 und man sagt, sie seien orthogonal. Oder wenn einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, auch hier ergibt das Skalarprodukt 0. Also sagt man auch hier, die zwei Vektoren seien orthogonal zueinander. Eine weitere Definition: Die Norm eines Vektors, das ist die Quadratwurzel seines Skalarproduktes mit sich selbst. Die Norm eines Vektors U bezeichnet man so: links zwei kleine senkrechte Strichen und rechts auch. Die Norm des Vektors U ist also laut dieser Definition gleich zur Quadratwurzel vom Vektor U skalar multipliziert mit sich selbst. U skalar U, das ergibt durch die Definition die Länge von U, also klein u, mal die Länge von U, also klein u, mal Cosinus des Winkels, den U mit sich selbst bildet. Der Winkel ist aber 0 Grad. Der Cosinus von 0 Grad, das macht 1, also ist dieses Skalarprodukt u mal 1, das heißt u Quadrat. Und die Quadratwurzel aus u Quadrat ist normalerweise der Betrag von dieser Zahl u, aber da u ja die Länge des Vektors u ist, ist das sowieso eine positive Zahl. Wir sehen hier also, dass die Norm eines Vektors, die so definiert ist, nichts anderes ist als die Länge dieses Vektors. Eine weitere Definition: Ein Vektor U heißt normiert, wenn seine Norm gleich 1 ist. Wenn also die Länge eines Vektors 1 ist, dann sagt man, dieser Vektor sei normiert. Es folgen noch drei weitere Definitionen. Hier haben wir ein Bezugssystem, in dem die Basisvektoren I und J orthogonal zueinander sind. Das Skalarprodukt von den beiden ergibt 0, weil sie einen rechten Winkel bilden. Wenn die Basisvektoren eines Bezugssystems orthogonal zueinander sind, dann sagt man, dieses Bezugssystem der Ebene sei orthogonal. Man sagt, ein Bezugssystem OIJ sei normiert, wenn die zwei Basisvektoren I und J normiert sind, das heißt, wenn sie beide als Norm, als Länge 1 haben. Dieser Basisvektor I hat als Länge 1 und dieser Vektor J ist genauso lang wie I. Dieses Bezugssystem ist also normiert. Wir sind es gewohnt, in einem Bezugssystem zu arbeiten, in dem die Basisvektoren orthogonal zueinander sind und auch noch normiert sind. Dann bezeichnet man das Bezugssystem aber nicht mehr allgemein mit OIJ, sondern mit OE1, E2. Wenn also die zwei Basisvektoren orthogonal zueinander sind
und beide normiert sind, dann sagt man, das Bezugssystem sei orthonormiert. Wir sind es gewohnt, in solch einem Bezugssystem zu arbeiten. Und wir werden auch jetzt das Skalarprodukt in einem orthonormierten Bezugssystem berechnen. Wir erinnern uns, das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren u und v, das ist die Länge von u mal die Länge von v mal Cosinus des Winkels, den die beiden Vektoren bilden. Anscheinend kann man das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren in einem orthonormierten Bezugssystem viel einfacher berechnen. Laut dieser Eigenschaft hier reicht es, Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate zu berechnen. Wir werden diese Formel jetzt beweisen. Und zwar, dieser Vektor u hat in diesem Bezugssystem als Koordinate u1, u2. Das bedeutet, dass man diesen Vektor u schreiben kann als u1 mal e1 plus u2 mal e2. Den Vektor u können wir also so schreiben, so ist die Koordinate nämlich definiert. Genau dasselbe für Vektor v. Diesen Vektor v können wir schreiben v1 mal e1 plus v2 mal e2. Steht da. Jetzt wenden wir die doppelte Distributivität des Skalarprodukts gegenüber der Vektorenaddition an. Das heißt, zuerst verteilen wir diesen Vektor auf diese Klammer. So. Ist gemacht. U1 E1 Skalar V1 E1 steht da. Plus U1 E1 Skalar V2 E2 steht da. Jetzt verteilen wir auch noch diesen Vektor auf diese Klammer und zack, ist gemacht. Jetzt schauen wir, was wir hier erhalten. Da steht E1 Skalar E1. Das ist die Länge von E1, also 1, mal die Länge von E1, also 1, mal Cosinus des Winkels, den E1 mit sich selbst bildet. Der Winkel ist 0, also ist dieses Skalarprodukt 1 mal 1 mal 1, das heißt 1. Das ist der Fall, weil das Bezugssystem ja normiert ist. Das zweite Skalarprodukt, E1 Skalar E2, das muss 0 machen. Denn E1 und E2 sind orthogonal zueinander, weil wir ja in einem orthogonalen Bezugssystem sind. Also dieses Skalarprodukt ist 0, aus demselben Grund ist das da auch 0 und dieses Skalarprodukt, das macht wieder 1. Also haben wir hier U1 V1 mal 1 plus 0 plus 0 plus U2 V2 mal 1. So. Die zwei Nulltermen sind natürlich weg und so bleibt letztendlich U1 V1 plus U2 V2. Dank dieser Eigenschaft kann man auch die Norm eines Vektors in einem orthonormierten Bezugssystem sehr einfach berechnen. Wir haben ein orthonormiertes Bezugssystem OE1, E2. Angegeben wird dieser Vektor U anhand seiner Koordinate U1, U2. Anscheinend kann man seine Norm, das heißt seine Länge, einfach berechnen durch die Quadratwurzel von U1 im Quadrat plus U2 im Quadrat. Wir werden das beweisen. Die Norm des Vektors U, das ist ja die Quadratwurzel vom Skalarprodukt von U mit sich selbst. Dieses Skalarprodukt können wir aber dank dieser Formel jetzt sehr schnell berechnen. Wir sind ja in einem orthonormierten Bezugssystem. Dieses Skalarprodukt ergibt also U1 mal U1 plus U2 mal U2. So, durch diese Formel. Also ist das effektiv die Quadratwurzel von U1 Quadrat plus U2 Quadrat. Somit ist diese Formel bewiesen, aber eigentlich konnten wir doch viel schneller beweisen, dass die Norm des Vektors U, das heißt die Länge dieses Vektors da,
gleich u1 Quadrat plus u2 Quadrat unter der Wurzel sein muss, ganz einfach durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Hypotenuse im Quadrat, das ist ja u1 Quadrat plus u2 Quadrat. Also ist die Hypotenuse, das heißt die Norm von u, gleich zu dieser Quadratwurzel. Jetzt folgt eine ganz wichtige Bemerkung bezüglich des Skalarprodukts in einem orthonormierten Bezugssystem. Und zwar werden zwei Vektoren u und v in einem orthonormierten Bezugssystem anhand ihrer Koordinaten angegeben, so ist ihr Skalarprodukt die Länge von u, also die Norm von u, mal die Norm von v, mal Cosinus des Winkels, den die beiden Vektoren bilden. Also der Cosinus von Alpha, das muss das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren sein, geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Aber u Skalar v können wir in einem orthonormierten Bezugssystem ganz einfach so berechnen, anhand der Koordinaten von u und v. Und die zwei Normen können wir ebenfalls berechnen anhand der Koordinaten. Was also bedeutet, wir können den Cosinus von diesem Winkel Alpha anhand der Koordinaten von u und v genau berechnen. Wenn man dann den Cosinus von Alpha gefunden hat, dann liefert die Funktion cos hoch minus 1 auf dem Taschenrechner den Winkel Alpha.